Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4. Machen direkt weiter. Das letzte Mal, ja, lief es ja nur so semi in unserem Gottesstaat. Da wurden wir bis auf Ärmland zusammengeschrumpft. Naja, bin ich eigentlich noch mit Sachsen und so verbündet? Tatsächlich. Naja, was machen wir tun? Wir werden jetzt erstmal versuchen, unseren Krieg mit Kreta zu einem halbwegs guten Ende zu verhelfen. Korruption steigt, das ist schlecht. Wollt ihr weiter Friede machen? So mal als Vorschlag. Nee, wollen sie nicht. Na, nee. Dann lieber die Prestige, die schon genug ist, aber wir können uns jetzt halt nicht mit unseren Nachbarn verscherzen. Jetzt erstmal schön Geld scheffeln. Darlehen zurückzahlen. Darlehen zurückzahlen. Das kann ich nicht verlängern. Das muss ich verlängern. So, Inflation weg damit. Ja, okay. Gewaltlose Kriege gibt es nicht. Ja, gut. Ja, ich denke, wir sollten unsere Ansprüche hier im Osten Europas mal zurückschrauben und uns aufs Mittelmeer konzentrieren, indem wir demnächst bald gleich Kreta einnehmen. Und wir sollten mal uns vielleicht irgendwie gucken, ob das wir uns mit den gut verstehen. Und der andere geht nach Kreta. Ja, das dauert jetzt halt noch ein paar Jährchen. Na, nicht so lange. Und baut ein Spionagenetzwerk auf. Ja. Das war jetzt nicht so erfolgreich, aber wir lassen uns da nicht unterkriegen. Wir haben ja noch gute Verbündete, mit denen wir eventuell den ein oder andere Provinz erobern können. Zum Beispiel, wie wäre es hier mit Wolvokast? Der macht Österreich. Naja, brauchen wir einen Kriegsgrund, aber. Ja, wir sind ja nicht im gegen Böhmen, Sachsen und Mecklenburg. Naja. Lübeck. Wir gehen wieder gegen. Ja, da macht halt Dings wieder mit gegen Hamburg. Irgendjemand, der sich mit Österreich vielleicht verscherzt hat. Ich glaube, mit Kreta haben wir da schon ein gutes Ziel. Von dort so hier die Inseln und Zypern. Ne, Zypern ist, glaube ich, ein Vasall vom Mamelukenreich. Macht Preußen ein Bündnis? Ist Vasall von Polen. Na, dann machen wir mal Zündabwürgen abbrechen, dann bringt das sehr wenig. Und Beziehungen verbessern. Das Osmanische Reich gegen Albanien. Ja. Wenn da Unruhe sind, wir sind da, wir sind da. Dann müssen wir so noch ein paar Jährchen erstmal warten. Und bis dahin können wir gucken, dass wir unsere, ja,
Militärs ein bisschen hochschrauben. Aber wir machen auch ganz gerade relativ gut Plus. So, Schweden kämpft gegen Moskau. Das ist interessant. Das kann interessant werden. Das schauen wir dann noch mal drüber. Tja, hätten die jetzt noch Verbündete, würden wir. Das Spinalnetzwerk geht zurück. Nee, das geht immer hoch. Darlehen zurückzahlen. Darlehen zurückzahlen. Darlehen zurückzahlen. Darlehen zurückzahlen. Darlehen zurückzahlen. Na, sieht ja nicht so flockig aus. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir noch Darlehen übrig? Verteidigung ist gut. Diplomatisch Bündnis anbieten. Ne, das wollen sie nicht. Minus 2000. Als ob wir so feindlich wären. Finanzen. Nein, wir haben kein. Dann können wir jetzt mal so langsam anfangen. Mal wieder den ein oder anderen hier einfache Vorlage. Dann warten wir noch mal bis dahin. Wir haben 9 Hochmeister. Aber die konnten, also zumindest Schweden konnte zurückschlagen. Das wird schon auch spannend, wie sich das entwickeln wird. So, wir warten jetzt einfach mal und gucken, was passiert so alles. So, kleine Planänderung, und zwar gehen wir jetzt erstmal nach Theodoro, greifen dort an. Das ist so dort. Das machen wir ganz einfach, weil wir haben keine Mittel. Ja, Schiff ist zu teuer. Und ja, deswegen können wir Kreta. Hallo. Kann ich da nicht rein? Warum nicht? Sind die mir alle so spinnefeind? Ja, bei Kriegszeiten kann man auch immer dahin, oder nicht? Hallo? Hallo? Das ist ja kacke. Naja, egal, dann kriege ich wenigstens nochmal die Kriegssteuer reingezogen. Ist ja auch schon mal was. So, das Herzogtum Preußen wurde gerade einverleibt, so scheint es mir. Wie kann ich das nicht? Ach Mensch. Weil an sich wäre es halt ausgeglichen, ne? Naja, mal schauen. Mal schauen. Ob die vielleicht zu uns kommen. So, ich wollte mich auch mit dem Johanniterorden verbinden. Das wollen die aber nicht. Ja, im Krieg. Und dann. Ah, keine Ahnung. Ich dachte so.
unter Christen, ne? Da unterstützt man sich, aber nichts da. Oh ja, Geld ist gut. Und ja, Moskau hat von Schweden auf die Fresse bekommen. Am Ende dann doch. Ne? Aber jetzt greifen sie Kasan an, oder? Ne, die blaue Horde greift Kasan an. Das letzte Überbleibsel der mongolischen Herrschaft. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich dich da einmarschieren kann. Das verstehe ich nicht. Vielleicht können wir aber hier, ne? Oh Gott. Ja, komm, easy win wird das. Es wird ein easy win. Dann fickt uns Schweden, das ist egal. Einmal kurze Frage, hat Schweden auch irgendwie einen Anspruch? Nee. Doch. Halt Moskau. Dem will man sich sauen zu verscherzen. Wo ist die? Ja, das könnten wir auch gewinnen, aber an sich wäre Theodo easy win, aber warum ich da nicht hin kann, verstehe ich nicht. Naja, egal. Dann nehmen wir die Kriegssteuer einfach nochmal mit. Machen jetzt, na, dann können wir auch eigentlich den Unterhalt ein bisschen runterschrauben. Machen schön viel Plus. Und wir können fragen, ob wir ins Reich aufgenommen werden wollen. Dann werden wir hoffentlich protected. Achso. Na, das haben wir nicht. Aber wir könnten wirklich mal mit Österreich ein bisschen anbandeln. Das ist jetzt halt gottlos gewesen, dieser. Das war ja gottlos in der Polen. Reformation. Ist da schon irgendwas? Nee. Noch nicht. Mal schauen, wie man die auftaucht. Keine Ahnung, vielleicht Stettin. Die sind mit Dänemark verbündet. Das ist Brandenburg. Und dann mal alle überall. Ja, das ist gut. Bam, badum, bam. Ja. Krieg. Die Polen. Naja. Mal schauen. Was das so wird. Und jetzt wäre es halt gut, wenn man halt zum Beispiel Kreta hätte. Aber da haben mir die Schiffe für gefehlt. Ah, unsere Verbündeten machen auch mal was. Also krieg ich ja noch nicht verloren. Ich dachte schon, jetzt wird hier gleich voll annektiert. Sind wir nämlich mit Böhmen verbündet? Ja. Und das kann was werden. Aber zwecklos ist es irgendwie halt schon, ne? Ruf zu den Waffen. Ja, natürlich. Was ist das denn? Ja, ach so. Mit man kämpft. Hier kämpfen die Sachsen mit uns. Und hier kämpfen wir gegen Sachsen. Das ist ja auch ein bisschen dumm. Ich schau einfach jetzt mal, was rauskommt.
bin sehr gespannt. Ja, komm, was soll der Quark? Marcel, Greil. Digga, ist das ein dumm? Digga, ist das dumm? Nee, das ist wirklich dumm. Was ist mit meinem guten Plan? Gegen die Walachei. Digga, es ist so stupid. Keine Chance, also Spielschwierigkeit gerade normal. Aber keine Chance. Keine Chance. Ich kann halt auch keine. Ich mache jetzt schon Minus. Also ich kann halt auch keine Söldner ausbilden oder ein ganz normales Regiment. Ist das dumm? Kreta wurde von Venedig eingenommen. Ist das stupid? So, freie Ideengruppe. Machen mal etwas, was schön viel Geld bringt. Ja, Kolonisten, die brauchen wir nicht. Wirtschaftsideen. Machen wir mal das. Digga, ist das stupid. Ja, was machen wir denn jetzt? Es gibt ja keine Chance, sich aus dem Loch zu befreien. Also ich könnte einfach random den Krieg erklären. Ich guck, mach einfach mal. Dann ist das Let's Play schnell vorbei, das kann ich euch sagen. Was machen wir dann? Das war's an der Stelle. Ja, mal schauen. Wann der nächste, dann das nächste Let's Play kommt dazu. Zu Europa Universalis. Hier. Tschüssi, Koski.